Ich freue mich auch sehr und danke für die Einladung. Ich bin die Sakina und ich komme aus Kurdistan. Seit 11 Jahren lebe ich in Österreich. Ich bin als politischer Flüchtling hierher gekommen und ja, nach 4 Jahren habe ich mein Asylverfahren hat 4 Jahre lang gedauert und dann habe ich meinen Pass endlich bekommen. Und eigentlich, ich kann sagen, dass ich ab 2010 angefangen wieder Musik zu machen. Diese ersten 4 Jahre, mein Asylverfahren war nicht so einfach, weil ich nicht reisen durfte. Und in Österreich musste ich bleiben immer. Und in Wien hatte ich nicht sehr viele Kontakte und allererst konnte ich nicht Deutsch lernen. Man kann eh, aber privat kann man das immer. Nach dem positiven Bescheid darf man einen geförderten Deutschkurs besuchen. Dann habe ich ab 2010 Deutsch gelernt und habe ich angefangen in Deutschland, in der Schweiz, Frankreich und Niederland Konzerte machen und Projekte eigentlich gründen auch. Ich möchte heute so, ich wollte sagen, dass ich nicht eine ausgebildete so Musikerin bin. Autodidaktisch habe ich das gelernt, aber ich kann meine Erfahrungen mit euch gerne teilen. Formell darf ich nicht, so kann ich nicht, sorry. Ich kann keine Noten auch nicht oder diese Taktgeschichte kann ich auch nicht. Gibt es nur Gefühl bei mir. Und ich singe einfach so weiter. Ich erzähle das auch, warum ich nicht Musik gelernt habe oder das kann ich auch erzählen mit meiner Geschichte. Ich habe eher gesagt, ich bin in Kurdistan geboren und bis ich meine Matura mache, war ich in Kurdistan. Aber bei dem Studium habe ich mitbekommen, dass ich eine Kurdin bin. Bis meine 16 Jahren habe ich immer auf Türkisch gesungen. Musik war immer ein Teil, hat mich immer begleitet. Und meine Familie war eine musikalische Familie, die sind Aleviten. Das ist eine Religion, eigentlich für mich nicht Religion, aber kann ich so sagen, das ist eine Religion. Und da Saz und Musik sind sehr, sehr wichtig. Bei Zeremonie spielen sie immer Saz und sie singen so spirituelle Dinge, so Lieder. Und meine Mutter hat immer gesungen, mein Vater hat auch gesungen. Wir hatten immer so im so Haus, hatten wir immer 4 Saz zum Beispiel, 4 Tambours. Weil ich hatte 4 Brüder und sie haben immer Saz gespielt. Aber unsere Lieder waren nur türkisch. Wir haben zu Hause kurdisch geredet, aber in der Schule müssten wir türkisch reden. Und Bildungssprache war Türkisch. Das war natürlich als Kind, so jeder Kurde ist so, jede Kurde und Kurden sind so, Kurden sind überall so, die in der Türkei besonders leben. Sie haben diesen Konflikt als Kind. Irgendwie, du sprichst eine andere Sprache zu Hause und draußen ist eine andere Sprache. Niemand erzählt, was der Unterschied ist. Und da beginnt ein Problem für jeder Mensch. Und ich sage, das ist, Sprache ist ein Trauma bei vielen Kurden. Die Menschen, die Kurdisch reden und Türkisch nicht so toll reden, die werden immer diskriminiert. Und deswegen, sie versuchen immer sehr schön Türkisch reden, so Hochtürkisch reden, sogar besser als Türken. Und da beginnt wirklich ein Problem. Viele haben geschämt, so schämt man das, geschämt, ne, sagt man ja, wegen ihrer Identität, ethnische Identität und Sprache. Sie wollten nicht das veröffentlichen, dass sie Kurden sind. Und eigentlich, unsere Eltern haben uns immer so gesagt, dass wir das niemandem sagen dürfen. Dass wir so eine Sprache haben oder unsere Religion wurde auch sehr diskriminiert. Ich bin Atheistin, aber meine Familie damals hat immer uns gesagt, bitte, du sollst niemandem sagen, dass du ein Alevite bist. Dann, in der Türkei gibt es so einen Witz auch, wenn du 4K hast, dann hast du wirklich Probleme.
K, einmal erste K ist Kadın, bedeutet Frau, Kommunistin, das ist auch K, Kurd. Und auch vierte, so vierte war. Ja. Ja, so was. Und vierte ist Kızılbaş. Kızılbaş bedeutet Aleviten. Wenn du diese vier Ks hast, dann als Identitäten hast du sehr viele Probleme. Und das war ein, nicht nur Witz, sondern Wahrheit leider. Wie gesagt, wenn du so einen Konflikt hast, dann gibt es immer Fragen, du findest keine richtige Antworten. Und da, aber immer wieder dieser Konflikt wird so innerlich immer größer. Immer wieder größer. Nur ich erinnere mich als Kind, dass zum Beispiel, als wir nach Hause gekommen, meine Mutter abends hat eine... Ja bitte, kommen Sie. Ja, ja, ja. Hat sie sehr leise ein, so Musik gehört, so ein Radio, das wussten wir, dass kurdisch ist, aber als wir reinkamen, sie hat immer zugemacht. Diese Geheime, ne, so überall haben wir gesehen, aber als wir gefragt haben, hat mir nie Antwort. Aber natürlich, wenn man, so, das ist ein so, das ist so, wenn die Menschen das merken, dass da ein Geheimnis ist, möchten sie immer recherchieren und immer lernen. Das war für mich leider in Kurdistan nicht möglich, nur, sondern in der Türkei. Wenn ich so sage, ich kriege auch sehr viele Beschwerden, warum sagst du Kurdistan? Das ist nur Türkei, aber das ist für mich Kurdistan. Und da beginne ich also unsere Geschichte. Das ist eine leider sehr traurige Geschichte. Kurdistan ist ein Land, offiziell wurde nicht erkannt, so gibt es keine Stadt oder so. Anfang 1920er wurde durch vier Länder geteilt. Iran, Irak, Syrien und Türkei. Und es gibt ein fünftes Kurdistan. Das, die sagen, Kurden sagen Rote Kurdistan, das ist in Armenien und in Ex-Sowjetunion. Die Menschen, die Kurdisch sprechen, leben dort auch. Und kurdische Sprache, soll ich das wiederholen, oder? Die vier Länder waren? Iran, Irak, Syrien und Türkei, die Türkei, ja. Und unsere Sprache ist auch, wir haben vier Dialekten. Das ist eine indogermanische Sprache, das gehört indogermanische Sprachgruppe. Und mit persischer Sprache verwandt ist unsere Sprache. Also auch mit Deutsch verwandt? Natürlich, mit Deutsch auch. Ja, ja. Indogermanische Sprache, ja, indogermanische Sprache. Ja. Aber Ähnlichkeiten, ich meine, sehr viel sind die mit so persischer Sprache. Und unsere Dialekten sind Sorani, Sorani, Kurmanji, Sazaki und Gorani. Soll ich wiederholen? Kurmanji wurde in alle vier Teile geredet. Das ist Hauptsprache, also eigentlich Mehrheit spricht Kurmanji. Und Kurmanji nur in der Türkei. Das ist meine Muttersprache, nur in der Türkei. Und Sorani im Irak und Iran. Gorani nur im Irak. Und die Kurden in Armenien sprechen nur Kurmanji. Wenn du sagst Kurmanji, die Hauptsprache, also in Hauptsprache, ich meine, okay. Ja, die sind alle kurdische Dialekten, aber Mehrheit spricht Kurmanji. Okay, okay, nein, das habe ich nur. Mhm. Okay, danke. Ist sichtbar, ne? Ja, 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 ja. Okay. Und im Irak, sogar Diktator Saddam Hussein hat Kurdisch als Bildungssprache akzeptiert.
so interessanterweise. Und die Kurden dürften dort Kurdisch war Bildungssprache, sogar bis Universität auch. So, sie haben in der Universität auch Kurdisch gelernt. Im Iran, das war nicht Bildungssprache, aber war auch nicht Verbot. Sogar die Kurden, die im Iran leben, die Iraner selber sagen Kurdistan für dieses Gebiet, sagen sie auch Kurdistan. In Syrien haben sie wieder Sprache zu Hause gesprochen, aber Bildungssprache war Arabisch. Im Iran auch Bildungssprache ist Persisch. In der Türkei war überall Verbot, zu Hause auch. Zum Beispiel als kleines Kind, ich erinnere mich, also unsere Lehrerin hat gesagt, wenn deine Eltern zu Hause Kurdisch reden, sag mir okay. So, sie wollten die Kinder auch so als leider so nutzen. Und deswegen, kurdische Musik kann man nicht so ein allgemeines Bild oder ein gemeinsames Bild kann man nicht leider zeigen. Da muss man auch diese Musik auch so geteilt erzählen. Ich bin nicht Expertin leider so über Musik in Iran oder Irak, in Syrien, aber ich habe natürlich sehr viel zugehört und ich kenne sehr viele Musikerinnen, die im Irak, in Iran, in Syrien kurdische Musik gemacht haben. Aber meistens in der Türkei habe ich dort gelebt und ich kenne besser die Geschichte in der Türkei. Aber überall kann man sagen, kurdische Musik durch diese Verbot, so Assimilationspolitik, überall Kultur, Sprache und Musik, weil immer assimiliert wurde und Verbot war, konnte nicht so viel weiterentwickeln. Und es gab keine schriftlichen Dokumente auch. Niemand hat zum Beispiel in der Türkei über kurdische Musik vor, weiß ich nicht, 60, 70 Jahren etwas geschrieben. Wir haben nichts, dass wir das den Menschen als Dokument zeigen können. Es gibt sehr, sehr... Ja, Entschuldigung, wenn ich unterbrechen, was an deiner Meinung nach an woran gerührt ist, dass die Kurden als Minderheit eigentlich in allen Ländern unterdrückt werden. Also woran liegt das? Liegt es das daran, dass die Kurden gern ein Kurdistan hätten? Oder ist die, warum wird das von den anderen Kulturen so unterdrückt? Weil es gibt überall auf der Welt Minderheiten und in manchen Ländern ist das so ein schwieriges Thema. Ja. Erstmal, ja, ich verstehe. Kultur leben könnte. Also, ja, das ist ja, ich verstehe. Muss ich erst sagen, die sind so wie Perser und Armenier und Aramäer eine sehr, sehr alte Bevölkerung, die ihnen zwischen zwei Stromlands, sagt man, ne, für Mesopotamien. Dort haben sie gelebt, immer, immer wieder, vor tausende Jahren haben sie dort gelebt. Es gibt sehr alte Schriften darüber. Und die Kurden sind überall, in alle vier Teile, haben so leben 40 Millionen Kurden. Das ist auch sehr wichtig. In der Türkei 20, in Iran 7, in Irak 8. In Syrien, bevor dieser Krieg war, 3 Millionen, weiß ich nicht jetzt, wie viele Kurden da sind, aber das ist eh weniger geworden, sehr viele Kurden momentan sind in Europa. Kurdistan liegt zwischen sehr wichtigen Ländern, leider. Diese geopolitische Position, ich glaube, das ist das Frage. Und es gibt sehr viel Öl dort und diese Interessen, ökonomische und politische Interessen lassen leider nicht. Und ich sage das immer, dass kurdische Frage nicht eine Frage nur in der Türkei. Man kann sagen, das ist eine internationale Frage. Zum Beispiel viele EU-Länder und erst Deutschland und andere Länder, die verkaufen Waffen dort und Amerika ganz besonders, England auch, sie haben immer diese Konflikte dort lebendig gelassen, damit sie dort ihre Politik führen können. Das war leider so. In der Geschichte war auch so, immer noch so. Das ist immer noch so. Und Kurden haben versucht, dass sie ihr eigenes Land einmal schaffen, aber das wurde immer sehr brutal. Sie haben das nicht geschafft. Nur einmal im Iran haben sie 11 Monate eine Stadt gegründet.
11 Monate hat das gedauert und die Menschen, die das als Führungsposition waren, ne, in der Führungsposition waren, wurden ermordet. Und Todesstrafe haben sie bekommen. In der Türkei war das auch so. Und es gibt immer noch eine aktuelle Bewegung dort, dass sie dort etwas schaffen möchten. Das war vor 15 Jahren unabhängige Kurdistan. Sie wollten das gründen. Aber momentan möchten sie eigentlich kurdische Frage im Iran, im Irak, in Syrien und in der Türkei mit demokratischen Lösungen einfach erlösen und da mit anderen Bevölkerungen, zum Beispiel in der Türkei, mit türkischer Regierung, das kann ein Konföderalsystem sein oder Föderalsystem sein, aber das irgendwie so schaffen. Bis jetzt, diese Konjunktur, ne, so internationale Konjunktur, lässt das nicht, dass die Kurden ihre eigene Land oder Staat gründen können, leider. Das ist immer noch so. Aber für mich als Person, Stadt sind Problem, Macht ist auch ein Problem. Aber das ist sehr traurig, dass so eine Bevölkerung nichts hat eigentlich, keine Rechte hat. Das ist auch eine Frage, die man lösen kann. Bitte. Wie ist es mit der Provinz Kurdistan im Irak? Haben die Kurden dort mehr Freiheiten als in seit Anfang 90er Jahren, weil Saddam Hussein dort, die Menschen haben gekämpft und sie haben dort so Halbstadt, kann man so sagen, das ist eine föderale Regierung dort. Sie haben ihre Parlamentarier im irakischen Parlament auch. Man kann sagen, das ist eine Halbstadt, aber als eine Kurden, es gefällt mir nicht Politik in kurdischer Region, muss ich das auch sagen. Aber ich finde das gut, dass die dort, man kann viele Dinge kritisieren, aber ich finde das gut, dass dort Kurden etwas geschafft haben natürlich. Ja. Aber das muss noch bearbeitet werden, weil die türkische Regierung hat zum Beispiel vor einigen Wochen dort einen Fluchtbomb gegen kurdische Freiheitskräfte gemacht. Und niemand hat was gesagt, ne, dagegen. Das ist überall so ein Gebiet. Jeder darf einfach dorthin gehen und bombardieren, überall. Ne, so. Ich meine, dass sie sollen mehr unabhängig sein. Politik in kurdischer Region, meine ich. Und ja, wenn wir wieder zurück zu unserem Thema kommen, Musik, weil wir keine schriftlichen Dokumente hatten, wie konnte diese Kultur bis heute kommen? Eigentlich, trotz dieser Verbot, ganze Assimilationspolitik, wie kann diese, so eine Kultur so lebendig sein, immer noch? Das ist eher ein Wunder, aber wirklich. Da beginnt Dengbesh-Geschichte. Ich erzähle das auch für euch. Dengbesh. Dengbesh. Deng bedeutet Stimme. Und Besh bedeutet erzählen. Dengbesh sind Barden, ne? Auf Deutsch sagt man Barden, ne? Barden. So sein. Ja. Und sie sind eigentlich Geschichtenerzähler. Sie haben immer so, das ist eine alte epische Tradition und ohne Instrument haben sie nur mit Stimme gesungen. Das ist eigentlich ein A cappella Gesangsstil. Und momentan zum Beispiel, es gibt sehr viele moderne Dengbesh, die machen Mischungen mit westlichen Instrumenten sogar oder Lupen. Das klingt gut, ich mache das auch selber. Wir machen nicht nur mit Deng, mit der Stimme, aber es ist immer noch lebendig, ich kann das sagen, so diese Tradition. Die Dengbesh, also als kurdische Sprache verboten wurde, dann sie haben Dorf zu Dorf diese Lieder geteilt, so irgendwie erzählt und die Märchen, Geschichten über Glück, Liebe, Krieg,
die Konflikte zwischen Kurden und Regionen oder zwischen Kurden selber, es gab Clans und das war eine feudalische Gesellschaft und sie hatten sehr viel Konflikt zwischen unter, zum Beispiel zwei größeren Familien. Und sie haben darüber erzählt. Da als Kurden haben wir durch diese Lieder mitbekommen, zum Beispiel die nächste Generation, wie trägt eine, wie eine Kutsche, welche Kleidungen haben die Kurden getragen? Welche Schmuck zum Beispiel? Sie hatten immer diese Piercingen gehabt. Das ist alt. So, die Männer hatten zum Beispiel Ohrringe gehabt. Sie haben, durch diese Lieder haben wir das eigentlich gelernt. Deswegen sage ich, dass wenn wir keine Dengbisch-Tradition hatten, vielleicht unsere Sprache konnte nicht mehr heutzutage kommen. Und wir könnten das auch nicht weiterbringen. Und ich kann zum Beispiel ein, jetzt ein vorspielen. Das ist ja gerade die Saas, diese Freundin. Ah, ja, schon. Das ist hier. Aha. Genau. Ja. Mhm. Chakro ist eine, ein Sänger. Oben steht, ich öffne jetzt und ihr werdet das sehen, wie ein Dengbe singt, ohne Instrument. Beispiele kann ich zeigen danach. Aber da, wie nennt man das, diese Vibrationen sind sehr wichtig und das ist eher ein Wunder. Mein, wenn ich ihn höre oder so, das ist wirklich toll. Das hat das mit Kehlkopfgesang zu tun. Wie bitte? Kehlkopfgesang, Throat Singing ein bisschen. Mhm. Ja. 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 Und wie gesagt, diese Vibrationen sind sehr wichtig. Und da, es gab damals so Divan, sagt man, Dengbisch Divan, sagt man. Divan kennt ihr? Ja. Sie setzen einfach sich, weil in Kurdistan Winter ist sehr lang und damals gab es keinen Strom und Radios, Fernsehen. Die Menschen hatten nichts eigentlich. 6 Monate gibt es keinen Weg, dass die reisen können. Sie müssen 6 Monate eigentlich diesen Winter leben. Ne? Sie haben dort eine, so im Dorf haben sie ein Zimmer aufgebaut. Da haben sie abends sich getroffen und die Dengbis sind gekommen und sie haben erzählt, immer. Dazwischen zum Beispiel, er singt und er erzählt eine Liebesgeschichte. Da habe ich zum Beispiel, erste Strophe, ich verstehe, was er sagt. Er erzählt über eine Frau und wie sie eine so schöne Frau war und ihre Haare, Kleidungen, alles erzählt er. Ja. Und da, wie gesagt, das erzählt uns, dass wie war unsere Kultur, unsere Bekleidungen, so traditionelle Bekleidungen auch. Wie alt sind denn diese Lieder? Das weiß ich wirklich nicht, aber uralt. Uralt? Uralt, ja.
Und zum Beispiel, als, aber es gibt natürlich die, einige Art von Dengbes, sie machen das bei der Arbeit. Das sagt man zum Beispiel, wenn sie im Feld arbeiten. Sie haben solche Lieder, dass sie so gemeinsam einen Rhythmus finden und sie machen, ich zeige jetzt ein Video auch. Oder zum Beispiel die Hirten haben diese Hirtenflöte und sie arbeiten mit, sie haben immer eine Flöte dabei und sie sammeln ganze Schäfer so mit einer Hirtenflöte. Das ist so komisch, es gibt ihr Videos auch. Ich zeige das auch. Das ist am meisten leider traurig. Ich sage das immer, ein Künstler oder eine Künstlerin erzählt, was sie oder er fühlt eigentlich. Diese Geschichte war sehr traurig, immer wegen dieser Statue von Kurden. Ne? Deswegen, die Lieder sind auch traurig. Aber es gibt natürlich so Feierlieder, Liebeslieder auch. Und die Menschen, dass die zum Beispiel sehr viel Hochzeitslieder haben sie auch. Sie tanzen so Kreistanzen haben sie. Ich habe als Kind erlebt, so zum Beispiel 300-400 Menschen, 300-400 Menschen gemeinsam tanzen und einmal, so, das ist ein Kreis, und einmal diese Gruppe singt und die anderen wiederholen das. Und das klingt so toll, sie machen so schön. Alle sind Sängerinnen eigentlich, ne? Ja. Und die, meistens die Instrumente, die die Kurden spielen, Saz, das sagt man auf Kurdisch, sagt man Tembur. Und es gibt Kemanche, Kniegeige, und Hirtenflöte, Blur, zum Beispiel, das sagen... Magst du die aufschreiben? Ja, natürlich. Soll ich das mal... Oder? Wenn es sich ausgegründet. Ja, das mache ich. Tembur? Ja, die Saz. Ja, die Saz. Ja, nur das Kurdisch. Name, Kurdisch ist ja, ja, das okay. Ist nur das aber ist gleiche Instrument. Aber wo sagt man dann Saz? Saz, das ist ein internationaler Begriff. Ja, natürlich, das ist deswegen okay. So bekannt ist, ja. Aber die Kurden sagen Tembur. Okay. So viele sagen Saz auch, aber Kurdisch ist Tembur. Da Dahol, das ist Trommel. Was letztes Mal Amir gespielt hat mit Ketten. Das gibt es bei uns auch. Wir sagen Erbane. Aha. Das ist das. Und was ich noch nicht geschrieben habe. Und Surna. Wir haben Surna auch. Kennt ihr Surna? Wie sagt man auf Deutsch? Ich habe geschrieben. Schalmei? Schalmei? Schalmei, ja, Schalmei. Surna. Mein Hochzeits, eigentlich Dahol und Surna sind sehr wichtig. Okay. Aber natürlich, ja, letzte Zeiten haben sie immer diese Ork und solche Dinge auch dabei. Das ist nicht mehr sehr original. Und ich wollte einmal über diese Arbeitslieder mal erklären. Das ist, es gibt ein Gebiet in Kurdistan, heißt Botan. Und ganz besonders in diesem Gebiet werden pentatonische Lieder auch gesungen.
Aber das ist einzige Gebiet. Das weiß ich nicht, warum so ist, aber nur dort kann man diese Lieder, pentatonische Lieder, auch hören. Und das kann ich auch Ihnen zeigen. Wie heißt das Gebiet nochmal? Wotan. Wotan. Aha, das kann ich auch schauen. B-O-T-A. Ja, Wotan. Und wo ist denn das? Das liegt so eigentlich diese, so in der Nähe irakischer Grenze, Süd. Ost sagt man ja. Is it easy to tell us any name? Stimmen aus Wotan und Awasinkubi bedeutet wilde Stimmen, so Klänge. Und Jenin Durin, was ich bei der Arbeit habe ich erzählt, so zum Beispiel. Das war auch die, von, aus diesem Gebiet, ne? Wotan-Region, diese Arbeitslieder. Und natürlich, ich wollte heute ganz gerne so über Frauen auch etwas erzählen, was die kurdische Frauen und was für eine Beziehung mit der Musik hatten die und welche Schwierigkeiten hatten die auch. Die Frauen haben natürlich immer gesungen, aber vor 70, 80 Jahren in Kurdistan war das nicht möglich, dass die Frauen in öffentliche Räume singen. Sie durften das nicht, wegen Tradition und Religion. Es gibt solche Länder immer heutzutage auch. Im Iran zum Beispiel, die Frauen dürfen nur mit den Männern in einem Chor singen. Aber allein eine Frau kann nicht auf der Bühne stehen und solo singen. Das ist verboten, immer noch.
weil sie denken, dass Frauenstimme kein so Teufel, sagt man, so ja, sein. Ja. Und deswegen haben sie das immer so gemischt mit Männerstimme. Und in Kurdistan war das auch genauso, wegen nur religiöser Gründe. Aber die Frauen haben immer in einem Zimmer, haben sie gemeinsam gesungen. Die Männer haben denen zugehört, sie dürfen nicht hier reingehen, so, oder die Frauen dürfen nicht auf den Divan sitzen. Und sie haben diese Frauenlieder eigentlich geklaut, ne? muss man so sagen, das ist einmal so, Wahrheit ist so. Und sie haben diese Lieder weiter gesammelt wieder, also geteilt. Wie kann man das verstehen? Wegen Sprachform. Wenn wir diese Lieder zuhören, eine Frau hat das zum Beispiel über einen Mann geschrieben. Sie hat ihre Liebe erzählt. Zwangsheiratsgeschichte sind eh sehr viel damals, waren die. Und sie haben über Zwangsheirat gesungen. Sie haben zum Beispiel eine Frau hat jemanden geliebt, aber sie durfte nicht mit denen heiraten, mit einem anderen Mann. Ich kann nicht Eltern auch sagen, den Vater oder die Männer, das entscheiden kann. Und deswegen Frauen waren nicht so aktiv in der Öffentlichkeit. Damals aber, es gab solche Frauen, die diese Grenzen eigentlich überwinden wollten. So wie, ich kann die Namen wieder schreiben, die sind sehr, für mich sehr wichtige Künstlerinnen. Aisha Shan. Und Meryem Khan. X liest man so wie Ch bei uns. Meryem Khan. Sie haben gegen diese Männermentalität sehr viel gekämpft. Und trotz dieser ganzen Verbot und Tradition und Religion haben sie gesungen. Aber natürlich, Patriarchie hatte immer ein. Sie haben so genannt, dass diese Frauen nicht, wie nennt man das, auf dem richtigen Weg sind oder die sind eh, Entschuldigung, aber Huren. Ja, so haben sie so genannt. Das ist ja eine klassische Art von Patriarchie in unserer Gesellschaft, muss ich sagen. Aber trotzdem, diese Frauen haben wirklich sehr viel Schwierigkeiten erlebt, aber immer weiter gesungen. Jetzt sind die Legende so für kurdische Männer und Frauen. Aber damals haben sie sehr viel Schwierigkeiten erlebt und sehr viel gekämpft. Meryem Khan zum Beispiel hat einen Mann geliebt und kommt eine Zeit und er sagt, entweder du musst dich entscheiden, entweder ich und oder Musik. Sie liebt ihn sehr, aber sie sagt Musik und sie macht das weiter. Die sind für mich die revolutionäre Frauen, wirklich. Und sie haben sehr viel Türe, also sehr viele Türe für die andere Generation geöffnet. Und wir sind eh dankbar für solche Sängerinnen und Künstlerinnen. Es gibt zum Beispiel die Frauenlieder und momentan, ich wollte das auch sagen, durch diesen Kampf von solchen Sängerinnen und Anfang 90er Jahren, eigentlich zwischen so Mitte 80er Jahren und Anfang 90er Jahren, gab es in Kurdistan eine sehr starke Frauenbewegung. Eigentlich dort haben sie angefangen, kurdische Frauen, eine Bewegung haben sie gegründet und sie haben weitergegeben, so gegen diese Männermentalität und diese feudale Gesellschaft, haben sie sehr viel geschafft. Das geht eh weiter. Aber sehr viele Dinge, eigentlich, ich kann so sagen, das ist eine soziale Revolution für mich. So in einer so eine feudale Gesellschaft, so viele aktive Frauen in Politik, überall, in Wissenschaft, mit der Musik haben sie sehr viel so zu tun. Da, aber wie gesagt, sie haben sehr viel bezahlt dafür. Wenn du etwas, eine Grenze überwinden möchtest, dann musst du wirklich sehr mutig sein und musst du sehr viel bezahlen dafür auch.
manchmal dein Leben, manchmal deine, weiß ich nicht, sehr viele Dinge. Deine Liebe auch. Ja. Können wir was? Von Aisha Shah oder Miriam Khan? Ja, natürlich. Miriam Khan und Aisha Shah. Ah, ich wollte das auch sagen. Es gibt keine so richtige Aufnahmen. Weil das Verbot war in der Türkei. Miriam Khan und Aisha Shah sind aus türkischen Teilen. Und ihr habt Shakiru, erste Denkbisch-Video, habt ihr auch gehört. Sie haben immer mit diese, es gab so Cassette-Players. Ne? Sie haben so aufgenommen eigentlich. Es gab keine richtige Aufnahmegeräte. Deswegen haben wir nur diese schlechte, mit schlechter Qualität. Aber Miriam Khan einmal im Irak hat sie, in Bagdad gab es eine kurdische Radio. Dort hat sie einige Aufnahmen gemacht. Zum Glück haben wir ihre Stimme. Darf ich mal kurz fragen, was gemeint, Anfang 80er oder 90er Jahre war der Beginn der Frauenbewegung? Mitte 80er Jahre. Ja, Mitte 80er. Ja. Gestorben, aber sie haben sehr viel Leid, leider. Zum Beispiel einmal Aisha Shahs Mutter war sehr krank. Ihre Brüder haben sie gesagt, sie darf nicht nach Diyarbakir kommen. Sie ist aus Diyarbakir. Und wenn sie kommt, wir werden sie umbringen, weil sie unsere Ehre hat sie irgendwie verletzt. Und die Mutter war sehr, sehr krank und sie wollte einmal ihre Tochter sehen. Sie durfte nicht, leider. Und sie hat über diese Situation ein Lied geschrieben. Ja, ich wollte das auch sagen, unsere Musik am meisten deswegen traurig ist. Aber das bedeutet nicht, dass die Menschen nicht Lebensfreude hatten. Ne? Das am meisten war so. Aber sie haben immer einen Weg gefunden, dass sie weiterleben können. Es gibt zum Beispiel, ich habe da ein notiert für mich, damit ich das zeigen kann. Wo ist das? Ja, habe ich hier. Zum Beispiel denke ich in Julie Merge wieder von diesem Gebiet Botan. Habe ich einen Frauenchor.
Das heißt, nach ganz diesem großen Kampf, kann man sagen, die Frauen haben ihre Lieder wieder zurückgenommen. Und solche Aufnahmen gibt es sehr viel. Und sie haben das CDs-Aufnahme auch gemacht, sehr viele Frauengruppen so. Es gibt sehr viele kurdische Frauen, die Sängerinnen, die sehr gute Aufnahmen im Weltmusikbereich sehr berühmt sind und sie machen super Konzerte. Aber das war nicht so einfach. Durch diese Frauenbewegung, muss ich sagen, die Frauen haben sehr viele Rechte bekommen. Und dieser Kampf geht weiter. Musik, habe ich erzählt, das immer für uns hat eine gute Rolle gespielt, dass wir unsere Sprache und Kultur nicht vergessen. Aber diese politischen Probleme oder politische Situation in der Türkei gleichzeitig für unsere Musik hat natürlich einige Probleme auch weitergebracht. So wie unsere Musik war immer Politik. Es gibt eher eine Diskussion, ob Musik für Gesellschaft sein soll oder für Musik sein soll. Ne? Es gibt solche Diskussionen immer. Natürlich eine Künstlerin, eine Sängerin oder ein Künstler-Sänger soll aufmerksam sein gegen gesellschaftliche Probleme. Aber Musik ist was anderes. Eigentlich Politik und Musik haben ihre eigenen Regeln. Wenn Politik das will, Musik muss für mich immer da sein, dann beginnt ein Problem. Musik hat ihre eigene Regeln und Politik hat andere Regeln. Politik ist so irgendwie, will immer andere Dinge für sich nutzen. Kann lügen zum Beispiel. Aber Musik ist was anderes, wenn du echt so, ich meine, natürlich, es gibt sehr viele Musikerinnen, die lügen, die für unser, so mit unseren Gefühlen spielen. Das ist eh was anderes. Aber die sind eigentlich zwei Feinde. Musik und Politik sind Feind auch. Sie haben eine feindliche Beziehung. Aber in Kurdistan, leider, das musste immer, diese Verbindung war immer da. Das ist etwas außer dich auch. Du kannst zum Beispiel überhaupt sagen, ich habe ihr erzählt, als wir Kaffee getrunken haben, sagen, ich bin nicht ein politischer Mensch, ich möchte so Distanz mit der Politik haben, aber Politik lässt es nicht. Egal auf Kurdisch, dass du ein Liebeslied singst oder ein politisches Text, das du hast, du kriegst ein Problem. Strafe, so Verbot oder zum Beispiel immer noch, ich meine immer noch aktuelle Situation, wenn du in der Türkei eine kurdische CD veröffentlichen willst, musst du ganze Text einmal übersetzen und mit Notar so. Ein Notar muss das stempeln, dass alles in Ordnung ist, nicht etwas Gefährliches ne, im Inhalt gibt. Du musst das einmal beim Ministerium weitergeben, Kulturministerium, das wird überprüft und das ist so eine lange Geschichte. Und manchmal, du kriegst keine Erlaubnis auch.
zum Beispiel, ich habe 3 CDs aufgenommen, die sind alle in der Türkei veröffentlicht worden. Diese CD, das ist mein erstes CD. Da habe ich Nummer 5, ne, Yare, musste ich rausnehmen. Und es gibt diese, die Rechte auch wurden nicht so gut geschützt. Die kurdische Liedermacherinnen haben ihre Tracks eigentlich nirgendwo angemeldet. Deswegen wurden die nicht auch geschützt. Auch, ne? Und das ist auch ein sehr wichtiges Problem, wenn wir unsere Musik veröffentlichen möchten. Es gab, das ist auch Anfang 90er, wurde für uns möglich, dass wir in öffentliche Räume kurdische Musik machen können. Vorher war das immer geheim. Du durftest nicht zu Hause ein kurdisches Kassett, ich habe hier gesagt, damals gab es Kassetten, und zu Hause einfach durftest du nicht. Wir hatten immer draußen im Garten eine Ecke, dass wir die Dinge dort verstecken müssten. Am Abend kannst du das hören, dann verstecken, weil wenn die nur ein Kassett, ne, das war ein Liebeslied, sehen, das könntest du jahrelang im Knast gehen. Also das war so. Durch diesen Kampf, kurdische Sprache ist seit 15 Jahren, kann man sagen, offiziell nicht mehr verboten, aber kriegt man immer wieder sehr viele Probleme, wenn man kurdisch singt sogar, oder kurdisch spricht. Es gibt zum Beispiel in den letzten ein paar Monaten auch jemand auf der Straße auf Kurdisch telefoniert hat, er wurde geschlagen oder ermordet auch auf der Straße. Sie haben Hass einfach gegen diese Sprache. Und sehr viele, sogar Zivilisten auch, ne? Weil Stadtpolitik so hart war und sie haben Menschen immer manipuliert und sie haben immer Vorurteile gehabt. Sie haben so offizielle türkische Geschichte erzählt, dass die Kurden die Türken, die auf dem Berg immer gelebt haben. Wilde Türken sind die. Als sie auf der Schnee gelaufen sind. Schnee hat kurt gemacht, hat diese geruscht und sie haben gesagt, deswegen sind die Kurden. Sie haben so genannt, dass die Kurden sind. Ich habe mir gesagt, diese Theorie ist so blöd, das ist eine offizielle Theorie, das ist unglaublich, aber so. Jeder, wenn auf der Schnee jemand laufen will, das ist eh gleich. Ob du Deutsch bist oder Österreicherin bist, so überall, es ist gleich. Aber dort wurde diese Theorie leider so geschrieben und immer wieder, du triffst solche Probleme. Wenn du sagst, zum Beispiel, ich sage immer, ich bin Sakina, ich komme aus Kurdistan, bei der Arbeit manchmal, wenn ich türkische Kollegen habe, sie akzeptieren das nicht. Sie kriegen sofort, so, das ist einfach, stört denen, das stört. Du musst immer erzählen, hallo, ich bin da. Das ist eh für mich egal, ne? Nicht so wichtig eigentlich, diese Dinge. So, deine Ethnizität oder Flaggen, solche Dinge, ich eigentlich, wenn ich das nutzen darf, ich hasse. Aber wenn eine Identität nicht akzeptiert wird, dann, ich sage extra. Das ist bei mir ein bisschen so. Ja, vielleicht das ist ein bisschen provokativ, aber ja. Ich habe Aufnahmemöglichkeiten auch erzählt. Ja, wegen dieser ganzen Probleme, sehr viele, zum Beispiel Anfang 90er, haben die Kurden erst in Istanbul einen Verein gegründet, das heißt Mesopotamischer Kulturverein. Erst haben sie dort angefangen, öffentlich so über kurdische Musik und Kultur einfach arbeiten. Aber das war nicht einfach. Die wurden verfolgt auf der Bühne, zum Beispiel als eine Gruppe auf der Bühne kurdisch gesungen hat, sofort gab es ein Taxi hinter der Bühne. Nach dem Performance sofort müssen sie einfach weg. Verschwunden müsstest du. Sonst, die Polizei hat immer wieder natürlich den verfolgt und festgenommen. Deswegen haben wir sehr viele Künstlerinnen, die nicht mehr
singen dürfen. Deswegen haben sie andere Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel, sie sind in die Berge gegangen und gekämpft. Dort haben sie immer wieder musiziert, aber im Krieg sind die gestorben. Auch, es gibt solche Sängerinnen, die gleichzeitig Kämpferinnen waren und die leben nicht mehr. Und einige leben im Exil. Müssen sie einfach flüchten, so wie ich zum Beispiel. Das ist so, du kriegst ein Problem. Wenn ich in der Türkei weiter leben wollte, das war eh nicht meine Entscheidung, dass ich hierher komme. Aber ich musste. Wenn ich meine Sprache, meine Kultur dort einfach frei, meine Lieder dort frei veröffentlichen könnte, na warum diese ganze Exilgeschichte? Und es gibt, das ist gleich mit anderen Menschen auch. Im Exil starben sehr viele kurdische Künstlerinnen. Einer von denen ist nur ein Kurde, aber er hat nur einmal ein kurdisches Lied gesungen. Er hat immer türkisch gesungen. Sein Album, Ahmet Kaya heißt er, seine Albums wurden, zum Beispiel das erste Album war das, ich glaube, hat er 1 Million Album verkauft in der Türkei. Überall, die Türken, Kurden, alle politischen Richtungen haben ganz gern ihn gehört. Einmal hat er einen Preis bekommen, er war sehr populär auch, im türkischen Fernsehen. Wenn du das nicht erzählst, dass du Kurde bist, du kannst Präsident auch sein in der Türkei, das ist eh kein Problem. Sie sagen sehr viel, das ist ein Argument. Hey, Turgut Özal war eine Kurde und er war unser Präsident. Aber er hat das niemals, nirgendwo gesagt, dass er ein Kurde ist. Ne? Du musst immer diese offizielle Geschichte akzeptieren und weiter bringen, damit du einen Platz kriegen kannst. Da beginnt dein Charakter, ob du wirklich eine Entscheidung treffen kannst oder so ein Anhänger von dieser ganzen blöde Politik sein willst. Da beginnt wirklich Charakter. Hat zum Beispiel Ahmet Kaya bei einer Preisverleihungsveranstaltung hat er gesagt, dass er, da steht sein Preis im Hand und sagt er, ich möchte gerne in meinem kommenden Album ein kurdisches Lied auch aufnehmen. Da sitzen nur sehr berühmte Sängerinnen, Künstlerinnen und da beginnt eine Aktion. Jeder werft ihm etwas, weiß ich nicht, das kann Besteck sein, so Teller, das weiß ich nicht, überall. Und die stehen alle auf und die singen türkische Nationalmarsch. Es gibt ja Aufnahmen auch. Und diese Person musste zum Beispiel nach dieser Aktion, als Terrorist wurde er verfolgt und musste er Türkei verlassen. Und ja, und in Paris mit 52 ist er gestorben, wegen Leid. Und er war sehr traurig. Mhm. Ja. Es gibt solche Geschichten. Oder Yılmaz Güney zum Beispiel. Er ist ein im Cannes Filmfestival hat er einen Preis bekommen. Er ist ein Kurde, Regisseur und Schauspieler. Er ist im Exil gestorben. Yol hat er einen sehr bekannten Film auch. Er hat einen Preis bekommen. Und Duvar heißt Die Wand. Das ist auch einen Preis bekommen. Und die sind im Exil gestorben. Weil Exil, das ist eigentlich so wie ein Schicksal, so wie ein Schicksal für kurdische Künstlerinnen und Politikerinnen auch. Eigentlich, ich sage immer, Migration oder Fluchtweg, wenn ich diese ganze Fluchtgeschichte von mir, von anderen Menschen auch ein bisschen an diese Dinge überlege. Das ist ein sehr trauriger Weg. Du musst ganzes Leben, das du gelebt hast, hinter dir. Ja, bitte. Kannst du die Namen schreiben? Natürlich. Die Künstlerinnen, ja. Die im Exil gestorben sind, ja. Danke. Natürlich. Yılmaz Güney. Er ist ein Regisseur und Ahmet Kaya. Die beiden sind im Krankenhaus gestorben. Und die liegen in Paris in einem Friedhof.
Und zum Beispiel Aram Tigran, ich habe erzählt, dieses Lied, Yare, Nummer 5, habe ich gesagt, von dieser CD musste raus, na, in der Türkei nur, aber in Europa habe ich keine Probleme gehabt. Und das war das beste Stück für mich, leider. Aram Tigran ist auch sehr wichtig, ich muss ihm auch schreiben. Er ist ein armenischer Sänger. Vielleicht da unten, Aram Tigran. Kennt ihr Cümbüş, dieses Instrument? Cümbüş. Ich weiß nicht, wie auf Deutsch ist es, aber das am meisten die Armenier spielen das. Er war ein Cümbüş-Spieler und seine Familie wurde massakriert, ein armenischer Massaker. Und er ist in Kurdistan geboren. Ich kann nicht sagen Kurdistan. Wenn ich Kurdistan sage, bitte, ihr könnt mich so verstehen, dass das ist ein Ort, wo die Armenier, Aramäer, Kurden gemeinsam gelebt haben. Nicht nur Kurden. Das gehört nicht nur Kurden. Und die Armenier und zum Beispiel meine Heimatstadt heißt Varto, das ist eine alte armenische Stadt. Und das bedeutet, wir haben diese Verbindungen, sehr, sehr enge Verbindungen mit dieser Bevölkerung und Kulturen und Musik und Sprache auch. Und Aram Tigran ist ein armenischer Sänger, aber er hat so viel für kurdische Musik gemacht. Er hat immer kurdisch gesungen. Er ist auch vor einigen Jahren in Belgien gestorben. Sein Wunsch war, dass er in Diyarbakır beerdigt wird. Die türkische Regierung hat das nicht akzeptiert. Ich habe immer das gesagt, nur die Tote kehren zurück. Ich habe immer so gedacht. Als ein toter Mensch kannst du vielleicht zurück nach so deine Heimat gehen, aber bei diesem Fall, das war auch nicht möglich. Er liegt auch in Belgien, so in Glücksach. Verstehen Sie, das ist so, ein Mensch ist gestorben. Das ist nur, weiß ich nicht, ein Laich. Kann er natürlich zurückgehen. Aber ja, das manchmal leider, es geht auch nicht. Und er hat für kurdische Musik sehr viel gemacht, ich habe gesagt. Sehr viele Lieder hat er gesammelt und es gibt wieder einen sehr wichtigen Künstler, Komitas Vardapet, muss ich den auch erwähnen. Komitas Vardapet. Er ist ein armenischer Musiker. Er hat auch sehr viele kurdische Lieder gesammelt und für kurdische Musik hat er auch sehr viel gemacht. Beim armenischen Massaker hat er in der Türkei gelebt und damals wurde er auch in diese Züge, die Menschen, kennt ihr diese Geschichte, so wie Nazi-Zeit, die Menschen wurden in einem Zug deportiert und er war auch zwischen diesen Menschen. Aber damalige politische Beraterinnen haben gesagt, aber Komitas ist sehr berühmt, wenn wir ihn töten, dann wird das für uns im internationalen Bereich nicht so ein gutes Zeichen. Deswegen müssen wir ihn freilassen. Irgendwie nach dieser Diskussion haben sie ihn freigelassen. Er hat tausende Lieder interpretiert und gesammelt, komponiert. Letzte 20 Jahre hat er überhaupt nicht geredet. Nicht nur ein Wort. Einfach lassen wir, dass er musiziert und singt. Er hat nichts, nie wieder geredet. Und in Paris wieder er in einer Hospital gestorben. Psychische Belastungen hatte er auch nach diesen ganzen schlimmen Dingen, weil er war nie wieder froh. Sie können so denken, die alle Menschen, die du fährst mit tausenden Menschen in einem Zug,
und nun kommst du zurück. Das ist eh nicht etwas sehr Glückliches, ne? Wir gehen jetzt zurück und ich sage einige Aufnahmen von Konikas auf. Ich hoffe, dass es nicht so traurig ist für euch, ne? So, ich erzähle solche Dinge. Aber ja, das ist eh wahr. Muss einmal seine Aufnahme nehmen. Das ist ja schwierig. Nein, das ist eher eine moderne Aufnahme von Kamitas. Da. Armenische Musik auch ein bisschen sich informieren will, ohne Komitas kann man das nicht, wirklich. Er ist eine sehr wichtige Person für armenische Musik und für kurdische Musik auch, hat er sehr viel gemacht. Ja, und wegen Assimilation und Kultur wollte ich noch etwas erklären. Es gibt sehr viele kurdische Lieder, die auf Türkisch übersetzt wurden und als türkische traditionelle Lieder veröffentlicht wurden. Das ist auch eine Politik wieder. Damals haben sie solche kurdische Sängerinnen auch, da haben sie leider, ursprünglich sind die auch Kurden, aber sie haben da eine schlechte Rolle gespielt. Die Lieder haben sie gesammelt, zum Beispiel Dorf zu Dorf haben sie gesammelt und sie haben das übersetzt. Wort zu Wort darf man das. Ich kann Türkisch und Kurdisch auch. Wenn ich das beiden anschaue, dann sehe ich, dass Wort zu Wort übersetzt wurde. Das ist auch eine Stadtpolitik war. Aber trotz dieser ganzen politisches schlimmes Bild meine ich, Musik ist sowas, verbindet die Menschen. Ich muss sagen, dass wenn wir Musik von diesem Gebiet überall anschauen, es gibt sehr viele Ähnlichkeiten zwischen kurdischer, persischer Musik. Makams zum Beispiel sind eh gleich. Nur vielleicht Gesangsstil ist ein bisschen anders oder diese Vibrationen sind bei Araber anders, bei Perser anders, bei Kurden anders. Aber es gibt sehr viele Ähnlichkeiten. Armenische Musik ist auch so, genauso, sehr ähnlich. Und deswegen, ich denke, dass mit der Musik kann man vielleicht dieses schlimme Bild nicht ändern, so total ändern, aber vielleicht ein besseres Bild machen. Ich glaube das immer. Deswegen als Person auf der Bühne singe ich immer mehrsprachig. Ich bin ja eine kurdische Sängerin, aber ich singe auf Kurdisch, Türkisch, Azeri und jetzt habe ich persische Lieder auch, ein paar Lieder gelernt und ich mag total. Und arabische Lieder auch. Weil ich denke, die gehören uns einfach, die sind alle unsere Sprachen. Wer sagt, das ist zum Beispiel, diese Sprache gehört uns? Oder wenn du in der Türkei lebst, du bist eine Türkin und du musst nur Türkisch reden. Nur diese Fahne ist deine Fahne. Das ist dieses Politik ist einmal ein Problem und weiß ich nicht, wie kann man das irgendwie ändern, aber ich weiß nur, mit der Musik kann man viel machen. Ich habe eh gesagt, ich bin nicht eine Politikerin, aber ich bin eine politische Sängerin.
Ich möchte das immer betonen. Und das finde ich nicht falsch. Natürlich da, ich habe erzählt, dass man diese Regeln von der Musik und Politik nicht mischen soll. So irgendwie, Musik muss ihre eigene Weg immer haben. Aber das bedeutet nicht, dass man keine Botschaften gibt auf der Bühne. Weil es gibt sehr viele Dinge, man kann erzählen, das ist einfacher Weg. Vielleicht wenn du 2-3 Stunden über Politik redest, dann die Menschen haben kein Interesse. Aber mit einem Lied kannst du mehr beeindrucken, die Menschen. Oder vielleicht mehr erzählen. Und ein friedlicher Weg ist das, ich meine, in Kurdistan hatten wir keine Möglichkeit, dass wir unsere Probleme einfach erzählen. Krieg, ich sage immer, Krieg beginnt da, wo man die Dinge nicht reden darf. Wenn du über ein Problem so reden kannst oder darfst, hast du ein Mittel, Sprache oder Diskussion. Aber wenn das von dir genommen wird, dann du suchst andere Mittel. Bei Kurden war das Waffe. Leider haben sie Waffen nicht so gern genommen, aber müssten sie diese Waffen nehmen. Darf man zum Beispiel mit IS reden? Die führen tausende Frauen und die vergewaltigen, die auf der Bazar verkaufen die Frauen. Hallo, ich möchte mit dir etwas reden. Oder hey, komm schon, wir können unsere Fragen so diskutieren. Das geht nicht manchmal, leider. Aber das ist der Zeit, dass man wirklich diese ganzen Fragen einfach ohne Waffen mit politischer Diskussion auch lösen kann. Da, ich finde, Musik ist sehr wichtig. Zum Beispiel, ich hatte vor einige Wochen ein Konzert gehabt, so eine türkische Familie von einem Freund von mir, also Eltern von einem Freund von mir, aus der Türkei gekommen. Als ich Kurdisch gesungen habe, der Vater hat geweint. Ich habe gesagt, verstehen Sie? Er hat gesagt, nein, aber irgendwie, ich merke das, ich fühle das. Das ist das, Musik kann das machen, nur Musik kann das machen. Ja, eigentlich, was ich erzählen wollte, waren die, weiß ich, ob ich was vergessen habe, aber wir können gerne diskutieren. Ich habe einen Auftritt von hier sehen oder von hier etwas hören. Ja, natürlich. Sängerin. Ich habe mehr. Sie hat so viele Konzerte, also bitte verfolgt. Auf Facebook, genau. Mhm. Ständig. Wir werden jetzt eh mal wieder. Wie ist deine Facebook oder ist Sakina einfach? Ja, wenn man große Buchstaben schreibt, es gibt ein Fan-Page von mir. Und sakinatena.com ist meine Website, da findet ihr meinen Website, also mein Facebook. Ja, das schreibe ich auch. Ja, jetzt können wir löschen. Auf jeden Fall, es kommen ständig Konzerteinladungen. Ja. Also du bist sehr aktiv. Ja, ich teile sowieso auf meinem Page so meine aktuelle Konzertdaten immer. Ja, ich erzähle über meine Lieder auch ein bisschen. Da findet ihr ganze sehr viele Beispiele und Konzertaufnahmen und wie gesagt Konzertdaten auch. Ich habe unterschiedliche Projekte und bis jetzt habe ich 3 CDs aufgenommen. Ein EP auch, ist nicht dabei, habe ich nicht dabei, aber ja. Eine ist Trio Mara, wir sind ein Frauentrio, da hinten sehen Sie. Nure Dilovani, sie spielt Geige, sie hat Geige in Deutschland, in Armenien studiert. Die beiden sind Cousine und kommen aus Armenien. Die sind Kurden. Ah, ich wollte das auch erzählen. In Armenien, die Kurden, die in Armenien leben, weil die jesidische Kurden sind die. Weil sie nicht Muslim waren, müssten sie immer, sie hatten sehr viele Probleme. Damals, als die Russen, bei Osmanischer Reichtum meine ich, als die Russen in Anatolien waren, als sie zurückgegangen sind, sie haben mit die christliche Bevölkerung, so wie Armenier, und die Jesiden
mitgenommen. Damals, das war Mitte 118 eigentlich, also 1850er Jahren oder so, vor der Republik, türkischen Republik. Sie haben dort gelebt. Und ich sage das für jede kurdische Sängerinnen, also jede kurdische Sänger, Sängerin, wenn man über kurdische Musik etwas lernen will, man muss einmal nach Armenien. Immer noch, ne? Die hatten, diese Radio, ich habe ihr erzählt, meine Mutter immer das zugehört, diese Radio war auch in Armenien, das heißt Erivan, Radio Erivan. Erivan ist Hauptstadt von Armenien. Da wurde immer täglich 45 Minuten, dreiviertel Stunde eine Sendung, kurdische Sendung. Und, aber wirklich, außer dieser Sendung, nur Bagdad, Radio Bagdad war auch da, aber am meisten Kurden haben Erivan-Radio gehört, weil Radio Bagdad hat immer kurdische Propaganda für Saddam Hussein gemacht. Und ja, das ist das. Kurdische, so zum Beispiel die türkische Regierung hat auch eine kurdische Sendung, Fernsehkanale gegründet. Aber auf Kurdisch, sie machen eine Stadtpolitik. So nur eigentlich diese blöde Sendungen von türkischen Fernsehen auf Kurdisch übersetzt, kann man so sagen. Es gibt nicht so freie oder ganz unabhängige Sendungen. Die Kurden haben ihre eigenen Sendungen natürlich geschafft in Europa, in sehr vielen Ländern haben sie kurdische Fernsehsendungen, aber erst 1995 war das. Sie können einfach so vorstellen. Sehr freie Sendungen, meine ich. So letzte 20 Jahre oder so haben sie diese Sendungen. Ja, wie gesagt, Nuri und Nase, die sind in Armenien geboren und dort ist diese Dengesh-Kultur immer wieder sehr lebendig. Und das größte Archiv, kurdische Musikarchiv, liegt in Erivan Radio. Es gibt solche Theorien, nicht Theorie, das ist eh Wahrheit. Ich habe eh erzählt, dass viele Sängerinnen, kurdische Sängerinnen haben unsere Lieder gesammelt und das Kulturministerium hat den auf Türkisch übersetzt. Die liegen auch im Archiv, im Kulturministeriumsarchiv, aber niemand darf einfach zugreifen und einfach recherchieren oder das einmal haben. Na, hier gibt es sehr viele Bibliotheken, kannst du reingehen und einfach nehmen, was du willst. Aber dort, das ist unmöglich. Die sind in geschlossene Schränke leider versteckt. Und mit Nase und Nure haben wir vor 6 Jahren diese Gruppe gegründet. Klavier, Geige und Gesang. Das nennen wir so, kurdische Ethno trifft mit Klassik. Das nennen wir so, was wir da machen möchten. Eigentlich die Lieder sind kurdisch, Gesangstil ist kurdisch, aber die Instrumente sind westlich. Und weil Nure kennen armenische und kurdische Musik sehr gut und sie spielen eigentlich mit ihrer eigenen Art. Und hier habe ich ein sehr neues Projekt, das ist Anadolu Quartett and Sakina. Das ist ein Swing Quartett, die leben in der Türkei. Das ist auch ein etwas ganz Neues, warum Neues? Inhaltlich Neues, meine ich. Das ist einzige String Quartett in der Türkei, kurdische und armenische Lieder spielt. Du kannst dieses Bild in der Türkei nicht so oft sehen, leider. Das sollte normalerweise ganz normal sein, ne? Egal, so als Sängerin, wenn ich als eine Kurdin türkisch singe, dann ein türkischer Musiker kann auch ein kurdisches Lied spielen. Aber das ist eher ein Wunder. Ne? Wow, sagen die alle Menschen, wenn die solche Menschen treffen, leider. Wir haben dieses Album Köprü genannt, Köprü, The Bridge, die Brücke. Eigentlich, wir haben eh erzählt, warum wir diesen Namen erfunden haben. Zwischen Kulturen eigentlich möchten wir eine Brücke sein. Oder hier ist Deri, Behind the Doors. Das ist eine alte armenische Tür. Da gibt es zwei eigentlich Glocken. Ne? Wenn oben geklingelt, dann weiß man, die drinnen sind, wissen, ob ein Mann oder eine Frau kommt. Unten ist für die Frauen und oben ist sie für die Männer. Die drinnen sind, wissen, wegen Klang einfach. Ja? Und da ist ein bisschen offen ist es und
Wir haben das auch ganz bewusst natürlich ausgewählt. Als Frauen wollten wir diese verlorenen Lieder von Frauen oder über Frauen einmal veröffentlichen und diese Tür ein bisschen öffnen. Nicht mehr hinter den Türen singen, sondern öffentlich auch singen. Und da, Sakina, das ist mein erster Räume meine Seele, heißt das. Mein erste CD-Aufnahme war das. Das ist ja eine Mischung westliche und unsere Instrumente und westliche Instrumente, eine Mischung, kann man so sagen. Es gibt auch traditionelle Lieder dabei. Meine Lieder oder traditionelle Lieder, was ich spielen kann. Ich habe ihr erzählt, dass es eine Mischung zwischen unseren Instrumenten und westlichen Instrumenten. Bitte ein bisschen lauter. Bitte? Ein bisschen lauter. Hört ihr das? Der Alban ist auch dabei. Ich habe in Deutschland das aufgenommen. Lebt deine Gebäude, da
haben wir mit Jazzmusikern auch in Deutschland aufgenommen. Und es gibt noch ein Beispiel, so mit einem Darf-Spieler, ein sehr super Darf-Spieler aus dem Irak, irakische Kurdiste. Haben wir einmal eine Aufnahme gemacht, das kann ich vielleicht auch, wenn wir Zeit haben. Ja? Mhm. Und ich wollte das auch sagen, ich habe außer dieser CD, habe ich die beiden CDs live aufgenommen. Wir haben immer so live auf der Bühne gesungen. Das auch, eigentlich im Studio haben wir aufgenommen, aber bei mir ist nicht so, wenn ich einen Fehler mache, dann von vorne singe ich wieder. Das ist so wie live, nicht so einfach schneiden und so, das mache ich nicht. Das ist auch eine Live-Aufnahme. Weil wir eine kleine Kamera hatten, nur Hussein sieht man und mich weniger, aber ja, mein Stimme ist jeder. Wir haben ihn, wie gesagt, in Rudolf Oetker-Halle. Das ist eine sehr super klassische Musiksaal. Da haben wir 3 Tage gemietet und unsere Aufnahmen dort gemacht. Wissen Sie, ne? Das. Roma. Aha. Es gibt ein kurdisches Lied, das wollte ich auch zeigen. Die Roma, als die in Kurdistan haben wir die sprechen Kurdisch. Das ist eine traurige Geschichte, leider. So, ihr wisst das, in Spanien, in Italien, also in Indien, in so viele Balkanländer leben sie, in der Türkei auch. Und in Kurdistan haben wir auch, die sind Nomaden. Die leben nicht in der Stadt, so irgendwie draußen. Wie bitte? Eigene Siedlung. Ja, ja.
Sie, ich weiß nicht, ob die wirklich ihre eigene Sprache auch zu Hause reden, das weiß ich nicht, aber sie haben in Kurdistan immer Kurdisch geredet. Wir haben mit Hüseyin, mit der Trio Mara, haben ein Lied aufgenommen, das kurz zeige ich auch. Romani heißt das. Weiß ich nicht, ob das. Sakina ist dein Künstlername. Sakina ist mein Künstlername. Was bedeutet der? Sakina ist ein arabischer Name. Das kommt von Ruhe. Ruhig heißt es. Saki, vielleicht, Sie sind aus dem Iran, oder? Ja, Saki bedeutet zum Beispiel die Männer, die Wein anbieten. Aber Sakina ist ein arabischer Name. Ruhig bedeutet. Ich bin nicht ein ruhiger Mensch, aber mein Name ist so. Ja. Gibt es irgendwelche Fragen? Oder? Ich wollte jetzt eigentlich über ein paar kurdische Sängerinnen, die sehr gute Dinge machen, auch erzählen. Natürlich, wenn nur kurz ein paar Minuten haben wir noch so? Kurz? Sehr gut. Ja, wir sind das Referat dauern. In dem Fall Ende von ja. nicht zu 20 Minuten. Ach so, okay, dann passt, weil wir haben heute noch einen Vorwagen. Ja, dann muss man Pause machen. Ja, so, einer von denen ist Aynur Doğan. Sie ist eine sehr berühmte Sängerin. Weltweit singt sie. Sie war vor einigen Monaten im Konzert aus Wien ausverkauft. Hatte sie ein Konzert, ja. Aynur Doğan, es gibt in Nizamettin, Haric, eigentlich so, ich habe gesagt, es gibt sehr viele junge Generationen, die Denglisch Lieder ein bisschen neu arrangiert haben. Ne? Es gibt so einen Sänger, der die Linerat heißt, ja? Im Iran haben wir sehr super Gruppen, dort sind die immer Familie, so große Familien haben große Gruppen, Kankars im Iran.
Sie machen persische und kurdische Musik. Oder Shahram Naseri zum Beispiel. Kanan Kalbur. Er spielt Kamancha. Und wieder persisch und kurdisch. Und es gibt eine weibliche Stimme wieder, sie ist volle Sängerin, Hani heißt sie, aus dem Iran. Sie lebt in Berlin. Diese Sängerin am meisten leben, außer Kafkas und Shahram Naseri, die alle leben, Hani ist in Amerika, Hani ist in Berlin, Aynur, teilweise in Niederlanden und Türkei, Lisa Metinac und Lana leben in Deutschland. Lisa Metinac auch, weil er ein kurdisches Lied gesungen hat, musste er Kurdistan verlassen. Seit 30 oder 40 Jahren lebt er in Deutschland. Aber er hat super Aufnahmen gemacht, wirklich tolle Musiker. Und Aynur musste auch vor einigen Jahren so Türkei längere Zeit einfach verlassen. Sie hatte ein Jazzkonzert mit Javier Limón. Er ist ein sehr bekannter Flamenco-Gitarrist. Er hat ein Frauenprojekt gehabt, wo Buika, Jasmin Levy, Maritza, sehr viele so weltweit berühmte Sängerinnen dabei waren. Das ist ein Frauenprojekt, Aynur als, ja, Maritza, ja, Frauensängerin. Und Buika, sie ist Afro-Latin-Sängerin. Die sind eh sehr super Musikerinnen und Aynur war auch dabei bei diesem Konzert. Auf der Bühne, weil sie kurdisch gesungen hat, haben Zuhörerinnen alles Mögliche wieder Wasserflaschen, Kisten geworfen. Da, wenn man ein Jazz-Festival hat, dann bedeutet das, alle so intelligente Menschen sind. Ne? Nun, niemand besucht solche Konzerte. Sie haben kein Interesse oder sie haben kein Geld dafür. Aber diese hochintelligenten Menschen haben das gemacht. Ne? Und einer hatte eine Phase gehabt. Sie musste ein paar Jahre so aus der Türkei leben. Momentan lebt sie in Amsterdam, aber sie hat Konzerte wieder in der Türkei. Wie gesagt, Konzerthaus war ausverkauft zum Beispiel. Sie, wo sie singt, egal in Kölner Philharmonie oder woanders, sie kriegt das. Und sie macht sehr viel gute Arbeit, da muss ich das sagen. Und ja, ich empfehle, es gibt eh sehr viele, noch sehr viele Sängerinnen. Vielleicht schreibe ich noch ein paar Frauen. Rojda. Sie ist eine Dengmisch. Sie singt sehr toll Dengmisch-Lieder. Und Zelal Gürtchen. Die beiden sind vom Mesopotamischen Kulturzentrum, als ich erzählt habe, dieser erste Verein, wo in Istanbul gegründet wurde. Die sind Sängerinnen, dort gearbeitet haben. Ehrlich sagen, sie sind in der Türkei geblieben, aber wirklich immer verfolgt wurden, sehr viele immer vor dem Gericht waren, weil sie kurdische Musik gemacht haben. Ja. Sie haben tolle Stimme und sie singen wieder diese traditionellen Lieder neu arrangiert. Von mir? So, danke vielmals. Danke. Danke für deine Aufmerksamkeit.